Und damit willkommen zurück zu Mass Effect 3 in der Legendary Edition im Live-Let's Play. Ich würde mal sagen, wir gehen erstmal zu 5, weil das direkt in der Nähe ist. Ich verstehe es trotzdem nicht. Was? Nein, natürlich nicht, du elender Langweiler. Ich meine, Tempo auf der Geraden ist ja gut und schön, aber wie nimmt das Ding die Kurven? Es gleitet hindurch wie ein Singvogel an einem sonnigen Morgen. Ja. Das dachte ich mir auch gerade. Neuer Spieler! Ich brauche einen neuen Spieler! Spiel sie! Ganz einfach! Finden Sie die Dame! Schöne Dame! Folgen Sie ihr! Ach, ich hab jetzt nicht hingeguckt. Muss mal genau hingucken. Finden Sie die Dame. Oho. Kann man doch gar nicht richtig erkennen. Ein Gewinner, der kriegt ein Spitzendinner. Ein großer Gewinn. Wir haben wieder verloren. Was hast du lang, was es da ganz links ist? Spielen Sie? Nimm mal, man kann es einfach nicht erkennen. Spielen. Wie soll man das wissen dann? Ach, mir jetzt egal. Ich hätte auch keinen Bock. Ich kann es kaum erwarten. Okay. Du kannst es kaum erwarten. So, Jackie. Bist denn du hier? Bist du unten? Da. Nee, ich da. Da, 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 da. Hey, schön, dass Sie da sind. Wir sind gleich dran. Ja, gut. Dann machen wir doch erstmal das hier. Schnelleres Aufladen. Kraftstärke und Dauer. Aufladetempo. Und dann? Tätigen. Meine Damen und Herren, es ist Kampfabend in der Amex Arsenal Arena. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Runde eins. Cool. 5, 4, 3, 2, 1, Runde 2. Kill-Serie. 3, 4, 5. Ach nein, ich hasse Nemesis, die hauen immer so ab. Mann, wirklich nicht so viel. Kill-Serie. Oh, okay. Ich prügel dir die Süßigkeiten aus dem Leib. Verdammt, ist das entspannt. Einfach loslassen, ohne Sorge um die Kinder. Ich liebe die Einfachheit und den Adrenalinkick. Ja, es ist in diesem sicheren Umfeld zwar nicht dasselbe. Ha! Aber es ist nicht schlecht. Wenn es einen Gott gibt,
dann würde sie genau so klingen. Ein großes, tiefes Brumm, das einem sagt, dass alles in Ordnung kommt. Danke fürs Vorbeikommen. Das war's absolut wert. Sehr schön. Gerne geschehene. Wo mag Javik hier sein? Ja, irgend so ein Ort zum Warten. Hier auf Warten, okay. Gefällt Ihnen Ihr Landurlaub, Javik? Ich soll in einem dieser Videos mitspielen. Das ist angeblich eine große Ehre und stärkt die Kriegsmoral. Behauptet wer? Ah, Commander Shepard. Ich wusste nicht, dass Sie auch kommen. Perfektes Timing. Wirklich perfekt. Sie spielen sich selbst. Achtung, der Proteaner ist am Set. Und sagt dem Stunt-Double, er ist gefeuert. Wir haben jetzt den echten Shepard. Oh. Also, alle auf Position. Schnell, schnell. Hintergrund bereit. Kameras, los. Und Action. Commander Shepard, danke fürs Kommen. Die drängende Stunde des Untergangs, die so drängend naht, naht drängend. Okay. Aber es besteht Hoffnung. Der Rat sagt, Sie haben in einem Kühlschrank einen Proteaner gefunden und aufgetaut. Denkt ihr euch das alles nur aus, oder was? Natürlich nicht. Jemand hat's geschrieben, es muss wahr sein. Jetzt stirbst du! Noch nicht! Der Dialog kommt später! Der Watcher-Ratsherr möge sich bitte weitere Störungen verkneifen! Ich glaube, ich wurde bezüglich dieses Videos falsch informiert. Nun denn, o weiser alter Proteaner, welche alte Weisheit können Sie uns mitteilen? Salarianische Nieren serviert man bei Raumtemperatur. Sie sind noch besser, wenn der Salarianer noch lebt. Seine Angst gibt der Sache Würze. Proteaner, tut dich nicht mögen! Höre ich Proteaner? Diese Person ist vertraut mit Entflammen. Diese Person hat viele Frauen in der ganzen Galaxie entflammt. Blasto, gut, dass Sie kommen! Die Galaxie wird von den Reapern angegriffen! Hätte uns doch nur jemand schon vor Jahren gewarnt! Diese Person hat es versucht. Diese Person wurde ignoriert von verschlossenen Hörmuscheln. Jetzt haben wir Commander Shepard und seinen Proteaner-Partner um Hilfe gebeten. Diese Person hat das Drehbuch nicht so weit gelesen und will der einzige Star bleiben. Moment, was? Wir drehen Blasto 7, Blasto im Krieg. Was ist mit den Kindern? In meinem Zyklus war ihre Art nur eine Vorspeise. Wollen sie gekocht oder lieber gebraten werden? Proteaner, tut dich nicht mögen! Diese Person ist nun motiviert. Also gut, Commander Shepard und Proteaner-Partner unbestimmter ethnischer Herkunft. Willkommen im Spectre-Club. Hören Sie, Blasto. Für mich sind Sie eine große, dämliche Qualle. Wie wurden Sie ein Spectre? Ich bin nicht bloß ein Spectre. Ich bin ein Ultra-Spectre Elite 7000 Deluxe. Weniger Rückstoß, schneller Nachladen. Wo ist die Luftschleuse? Ich will ihn rauswerfen. Dafür haben wir keine Requisiten. Soundeffekte los! Hintergrund ändern! Da! Das ist der Halbbruder der Sovereign Sluggard! Und er will Vergeltung! Stunt-Double, los! Dein Satz! Sag deinen Satz! Jetzt stirbst du! Oh nein! Der Watcher-Ratsherr ist indoktriniert! Diese Person ist der Held der Citadel. Diese Person hat ein Brandprojektil, auf dem der Name des Ratsherrn steht. Watcher-Abschaum. Stirb. Diese Person wäre viel lieber noch in ihrem Kühlschrank. Können wir gehen, Commander? Set abreißen. Das Besetzungsbüro soll einen neuen Watcher beschaffen. Vorbereitung für Blasto 8. Blasto heilt die Genophage. Oh Gott. Oh.
Nee. Einfach nur nee. Es ist... Gott. Auch noch die Kopfschütteln, aber irgendwie ist das auch super gewesen. Na, wo müssen wir jetzt hier auf jemanden warten? Frei doch. Castle Cate, irgendwo ist hier Said. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Nach Ihnen. In Ordnung. Geht's wieder raus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich komme doch gerade rein, warum wünsche ich mir einen schönen Abend? Ach, da ist. Wunderbare Preise! Okay, da habe ich dich beim besten Willen nicht erwartet. Du gehörst mir, du Mistding. Verdammt. Said? Hier drüben, Shepard. Das Ding ist unmöglich. Verdammt. Was machen Sie da? Da war dieser Junge. Hat geschnieft. Hatte keine Credits mehr und heulte. Also wollten Sie einen Preis für ihn holen? Er hat gefragt. Es sah einfach aus. Ach, verdammt. Wo ist das Kind? Mir doch egal. Haben Sie Credits, Shepard? Könnten wir nicht was Besseres machen? Was könnte wichtiger sein als Said Massani, wie er nicht von einem Spiel für Kinder vorgeführt wird? Sie wollen wirklich so ein Plüschtier? Verdammt richtig. Also dann. Credits. Hier, ich will. Ja, easy. Ich hab geübt. An dem Ding wurde manipuliert. Ich hab doch nur... Schon gut. Ich werde den beschissenen Erfinder dieses verdammten Spiels jagen und ihm dann seine Inspiration aus dem Arschloch ziehen. Sicher so ein salarianischer Klugscheißer. Ich mach weiter. Credits. Okay. Hier, bitte, Schätzchen. Okay, Said. Wohin jetzt? Keine Ahnung. Worauf haben Sie Lust? Apollos? Casino? Weiterspielen? Said, kann denn ein weiterer Sieg je so sein wie der gerade eben? Das stimmt. Sie haben sowas wohl schon einige Male durchgemacht. Ja, zu oft schon. Gehen wir. Sie zahlen. Unbedingt. Okay. Ich sag dazu mal jetzt nichts weiter, okay? Weil mir fällt dazu jetzt auch nichts ein. Irgendwo hier drin. Das, ne? Draußen. Nicht gerade, dass er irgendwo oben ist. Also wahrscheinlich wird er hier raus und dann. Ich versuche mir mit einem Betäubungsschuss etwas Luft zu machen. Doch da unten? Ich bin komplett bedeckt mit diesen Bienen, den Schwärmern. Silver Cars Casino. Eine Bar. Jetzt eine Bar von dem Ding. Das Ding hat eine Bar? Stimmt. Irgendwo. Ja, stimmt, unten war die Bar. Ich erinnere mich. Warte mal, hä? Nee, das Ding hatte keine Bar. Ich hab mich also falsch erinnert. Kommen Sie rein. Heute könnte Ihr Glückstag sein. Das Ding hatte doch... Hä? Bin ich jetzt gerade komplett... Willkommen im Silver Club. Ach, ganz... Oh... Ganz oben. Ja, doch, ja, jetzt. Also doch, richtige Erinnerung gehabt.
Shepard. Und was machen Turianer so in ihrer Freizeit? Meistens Pläne für die nächsten Arbeiten an Bord. Ich hätte da einige Ideen für das Vordergeschütz der Normandy. Wissen Sie, was Sie brauchen, Garrus? Das Schalldämpfervisier Mark IV aus dem Waffengeschäft? Ich dachte an ein Date. Entschuldigung, Sie haben meinen Freund hier gemustert. Sie sollten sich kennenlernen. Hallo. Ja, hallo? Und dran denken, Sie sind Archangel. Da waren diese üblen Söldner auf Omega. Ich musste sie erledigen und hab jetzt ein paar Narben. Aha, vielleicht gibt's dafür eine Salbe. Laden Sie sie ein. Warum gehen wir nicht zu mir? Ich würde Ihnen gerne meine Waffensammlung zeigen. Okay, hören Sie. Ich habe da was vergessen. Und ich sollte jetzt besser gehen und es erledigen. Egal. Also wie gesagt, ich habe Ideen für das Vordergeschütz der Normandy. So leicht ist es nicht. Wird immer meistens leichter dahingestellt, als es dann ist. Ich kann ihn jetzt kaufen, warum? Was darf ich Ihnen bringen? Alles. Na dann Leute einladen, würde ich sagen. Machen wir erstmal James. Hey, Loco. Wie ich sehe, haben Sie aufgeräumt. Zu guter Letzt. Ja, tut mir auch leid. Schöner Blick. Aber das ist so anders als das, was ich kenne. Und das wäre? Ich wuchs an der Pazifikküste auf. Sie wissen schon, Wasser, Sand, echte Luft. Vermissen Sie es? Ja. Und die Menschen? Ich verstehe. Es ist hart, fern der Heimat zu sein. Ja. Ich habe bemerkt, dass Sie niemanden haben. Ist das eine Frage? Ich hatte keine richtige Beziehung mehr, seit ich beim Militär bin. Es passt beides nicht zusammen. Mich hat nur interessiert, wie Sie das sehen. Warum sind Sie noch allein? Eine gute Frage, ne? Wie Sie sagten, Militär und Beziehung vertragen sich nicht. Zu kompliziert. Das steht fest. Sind Sie wirklich hier, um über mein Privatleben zu sprechen? Oh, scheiße. Ja, ich wollte Ihnen was zeigen. Nett. Wie finden Sie's? Die Verantwortung ist groß und Sie haben die Tests noch nicht bestanden. Ich weiß. Und ich weiß, was Sie gesagt haben. Ich stehe zu 100% dahinter. Das hört man gern. Wie auch immer, das war's schon. Wollte Sie nur zeigen. Ich muss zurück auf die Normandy. Esteban braucht meine Hilfe beim Shuttle. Danke für den Besuch, James. Hasta la vista, Shepard. Bis später, Chef. Tschö. Sieht doch trotzdem cool aus. Was zum Teufel? Kann nicht sein. Los? Hä? Hey, ich hab das hier gesehen, als ich wegen der Party hier war. Oh Mann. Das ist klasse. Okay. Wir können Vorbild machen. So. Also, Streichergebnis?
Ist eine weiße Wand, das würde ich sagen als Streichergebnis. Achso. Nicht hier, doch. Na komm. Brauchen Sie ein paar Tipps? Mein Rekord steht bei 182. Können Sie das schlagen? Vielleicht. Das wird interessant. Alles klar, ist das jetzt ein Minispiel? Da geht noch was. Von linke oder rechte Maus, dass du drücken musst. Ach Gott. Okay. Aber wenn es jetzt weiter nicht so ist als das, dann mache ich mal einen Vorspulen oder so. Das sind 60. High five. Jetzt gerade schlecht. Sehr witzig. Kann doch nicht. Das ist 183. Heilige Scheiße. Sie haben es geschafft. Hat doch lange genug gedauert. Was soll ich sagen? Wie geht's Ihnen? Dafür muss ich. Alter. Oh, das hat zu lange gedauert. Einfach eine Viertelstunde dafür. Als könnte ich noch 183 machen. Aha. Easy mein, Loco. Verdammt, Sie haben es immer noch drauf. Lassen Sie sich von niemandem was anderes erzählen. Keine Sorge, werde ich nicht. Ei. Ach, kommen Sie. Lassen Sie mich noch ein bisschen. Ja, mach du mal ruhig. Wir haben noch was mit Liara zu bereden. Oh Gott, ey, das war so nervig. Na dann, Liara. Grüße, Commander. Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei.
Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Das Lied hat mir eine Freundin beigebracht. Ich bin immer dem Wissen nachgejagt und habe manchmal vergessen, dass man auch durch Nichtstun lernt. Indem man Zeit mit Leuten verbringt, an denen einem etwas liegt. Was haben Sie von mir gelernt? Ich nehme an, wie man sich täglich in lebensbedrohliche Situationen bringt. Ich bin ein guter Lehrer. Der Beste. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch Berichte durchsehen. Warum bringen Sie mir nicht erst das Lied bei? Auch sie hat mal eine Pause verdient. Es ist hübsch hier. Soll ich die Berichte transferieren, damit Sie hier arbeiten können? Ja, danke, Glyph. Glyph, kannst du diesen Song in meine persönlichen Daten auf der Normandy kopieren? Natürlich, Dr. Tissoni. Shepard. Oh, ganz irgendwie wehmütig. Oh, lol. Ich würde sagen, mit diesem Lied und dem Feststecken an dieser Stelle Shepard. War es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Und wir hören uns in der nächsten Folge dann auf der Normandy wieder. Und wir machen noch ein paar Missionen. Bis dann. Cheerio.